Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden in diesem Video noch ein etwas anderes Beispiel machen für Stack und Heap Verhalten bei verschiedenen artigen Code. In diesem Fall ist unser Problem, was wir hier haben, etwas komplexer, weil wir hier jetzt eine Liste verwenden und uns mal anschauen, wie sich Listen eben intern verhalten im Heap. Und ich fange einfach mal an, diese Methode gleich zu debuggen, damit wir hier durchgehen. Und wir zeichnen natürlich nebenbei immer mit, was wir hier denn eigentlich gerade sehen. Wir haben hier wiederum die Main-Funktion, in die wir eben jetzt einsteigen. Das heißt, ich fange an mit Methodeninfo program.main. Zoom vielleicht noch ein kleines bisschen näher ran. Und wir sehen hier eben, wir haben wiederum keine Parameter, aber wir haben hier eben die Variablen Personen, Walter und Jesse, diese drei Stück, die pushen wir eben auf den Stack nach der Methodeninfo mit drauf. Also wir bekommen hier drei Variablen. So. Vielleicht werde ich sogar noch hier etwas weniger Platz lassen. Okay, wir haben hier eben Personen, das ist vom Typ List of Person und hier haben wir natürlich am Anfang noch nichts drin stehen, genauso wenig in Person, das hieß Walter vom Typ Person, auch hier steht noch nichts drin und wir haben Jesse, diese Variable, ebenfalls vom Typ Person und hier steht auch noch nichts drin. Das ist sozusagen der Startpunkt für unsere Methode. Wir fangen jetzt hier an, diese Liste zu initialisieren. Ich werde jetzt nicht in den Konstruktor gehen, weil ich nicht genau weiß, was da drin passiert. Und ich habe ja auch den Source Code für List of T nicht. Aber wir haben ja List of T schon in Übung 5 nachprogrammiert. Und wir haben in unserer Liste eben einen Array neu initialisiert. Also, was wir auf jeden Fall machen ist, wir holen uns hier eben jetzt ein Objekt, das irgendwie einer Liste ähnelt. Das soll eben List of Person sein. So, und wenn wir uns erinnern, wir haben eben im Wesentlichen drei Sachen gehabt bei unseren List of T Klasse. Die wir in Übung 5 geschrieben haben. Wir haben intern einmal einen Array verwaltet, der eben unsere tatsächlichen Einträge enthält. Und wir haben dann eben, wenn neue Einträge hinzugekommen sind, die ans Ende des Array hingeschrieben und gegebenenfalls haben wir den Array ausgetauscht, wenn seine Kapazität erreicht war. Und wir haben auch noch das Problem teilweise gehabt, dass wir eben die Inhalte verrutschen mussten, wenn wir einen Insert oder einen Remove gemacht haben. Also das sind so die drei Sachen, die im Wesentlichen im Kopf geblieben sein müssen. Wir haben hier jetzt eben einmal das Feld Count. Das ist eben vom Typ Int. Und das sagt ja an, wie viele Elemente sind schon in meiner Liste. Und da steht jetzt eben standardmäßig mal 0 drin. Und dann haben wir natürlich einen Array vom Typ Person Array. Wir sehen schon, ich muss das Ganze etwas dicker machen. So. Und dieser Array wird tatsächlich initialisiert sein. Das heißt, wir holen uns hier einfach ein neues Objekt. Arrays sind immer Wertetypen. Das heißt, ich mache hier erstmal einen Person Array. Der hat eben verschiedene Array-Stellen. Wie ich das schon beim String gemacht habe, sage ich hier eben. Ich zeichne jetzt, glaube ich, mal drei Stück ein in diesen Array.
Und dann schauen wir uns nochmal genau an, was da passiert. Also um genau zu sein, diesen String, den ich letztes Mal gehabt habe, den habe ich auch nicht wirklich detailgetreu nachgezeichnet. Denn eigentlich hätten wir da ja auch sowas wie Länge des Arrays mit reinbringen, Entschuldigung, Länge des Strings, also auch String hat ja eine Length-Property, die man einsetzen kann. So, das ist eben vom Typ Person. Ich muss es noch breiter machen, oder ich habe es nicht richtig gemacht. Moment. Wir brauchen das und das. So. Und hier haben wir eben Typ Person. Das zeigt natürlich auch noch nichts. Genau, hier haben wir den Wert Null. Und hier haben wir auch hier haben wir null. Also ich nehme jetzt mal an, dass dieser Array eben 4 Stellen hat. Wir machen mal hier noch das so, denn wir haben natürlich auch noch eine Length, ein Feld underscore Length. Das ist vom Typ Int und wir hätten hier eben 4 drin stehen. Und damit die Indexe 0 bis 3, die wir eben ansprechen können. Also das ist auf jeden Fall das, was eigentlich zu einem Array dazugehört. Das habe ich beim String letztes Mal auch weggelassen. Auf was ich aber hinaus möchte, ist, dass wir eben hier letztendlich eine Verbindung haben von diesem Array zu, also eigentlich, Entschuldigung, von der Liste zum Array, um genau zu sein. Hier, wie wir das eben so sehen. Das heißt, wir haben hier eine Referenz drinstehen. So sieht das eben intern aus, wenn wir eben, oder mit der Annahme, dass List of T ein Array intern kapselt. Natürlich wird hier dann in der Variablen auf den Stack, die wir ja hier mit der Adresse der Liste belegen, eben auch dann natürlich dieses Objekt referenziert. Also, wenn wir diese Zeile hier oben, die ich gerade markiert habe, ausgeführt haben, sollte unser Speicher in etwa so aussehen. Wahrscheinlich wird noch etwas mehr dahinter sein, aber das sind die wesentlichen Elemente, auf die wir uns jetzt erstmal beschränken wollen. Können wir das jetzt auch einfach mal so? Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir gehen jetzt in diese Methode erstelle neue Person rein, die eben 3 Parameter bekommt. Und das machen wir jetzt erstmal als erstes. Wir bekommen eben Water, White und die 52. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal genau, wie sich Referenz- und Wertetypen unterschiedlich verhalten. Wir haben hier eben 2 Referenzparameter und einen Wertetypparameter mit Alter. Und da schauen wir uns nochmal an, wie sich das jetzt hier verhält. Wir sind hier eben in der Methodeninfo für program.erzeuge neuen, wie hieß das Ding? Erstelle neue Person. Das reicht natürlich gerade nicht. Ich mache es etwas kleiner, damit es in eine Zeile passt. Und wir haben 3 Parameter, haben wir gesagt. Einmal eben Vorname, also ähnlich wie das schon vorher bekannt war. Das ist eben eine Referenz. Wir haben hier Nachname vom Typ String, ebenfalls eine Referenz, und hier haben wir eben das Alter vom Typ Int. Da steht jetzt eben direkt die 42 drin. Was wir noch brauchen, ich hole mir mal hier einfach einen String zurück in seiner einfachen Darstellung, wie wir ihn eben benutzt haben beim letzten Mal. Hier steht eben Water drin.
Und dann holen wir uns noch einen zweiten. Hier steht eben White drin. So. Okay. So, und diese Objekte werden jetzt natürlich von den entsprechenden Parametern hier referenziert. So. Man sieht schon, es wird jetzt langsam etwas schlechter lesbar. Vielleicht können wir es noch ein bisschen besser machen, wenn wir hier diesen machen. Das ist eigentlich egal. Okay, so sieht aber eben die Situation aus, wenn wir in diese Methode reinkommen. Dann haben wir eben hier den Konstruktoraufruf für eine neue Person. Den überspringe ich jetzt direkt mal in einem Schritt, weil das haben wir auch schon ausgiebig im letzten Beispiel gemacht. Was ich aber natürlich machen werde, ist, dass ich das entsprechende Personenobjekt erstelle. Ich habe noch eine Sache vergessen. Diese Methode erstelle neue Personen hat natürlich noch eine Variable, die hier Person heißt. Die muss ich natürlich auch noch erstellen. Das habe ich vergessen, gerade eben. So. Und hier sind wir eben klein Person, das ist der Name der Variable vom Typ Person, hat jetzt eben den Wert Null zu Beginn. Aber wenn wir eben jetzt dieses hier ausgeführt haben, kommen wir natürlich dahin, dass wir hier uns ein neues Objekt erstellen. Ich setze es mal hier oben hin, glaube ich. Und das ist eben ein Personenobjekt. Und ich habe für dieses Beispiel im Vergleich zu vorherigen Beispiel eben die Klasse Person um ein Feld Alter erweitert und hier dazu eine Eigenschaft eben geschrieben. Und ja, ist halt ein Guard Clause drin, so wie wir es kennen. Dann wird eben der Wert an das entsprechende Feld zugewiesen. Und das heißt natürlich, dass nach diesem Aufruf, den wir jetzt hier haben, schauen wir uns nochmal genau an, was hier eigentlich passiert. Wir haben hier eben erstmal diesen Konstruktoraufruf. Da wird ausschließlich Vorname und Nachname gesetzt. Das heißt, wir haben bei der Person eben jetzt folgendes Szenario. Wir haben den Vorname vom Typ String. Das ist natürlich eine Referenz. Wir haben ebenso den Nachname vom Typ String. Auch das ist jetzt eine Referenz. Beim Alter ist der Typ natürlich Int. Hier steht einfach der Standardwert drin. Das ist bei Klassen so. Vorsicht, aber nicht bei Strukturen. So sieht dieses Objekt eben nach diesem Konstruktoraufruf hier aus. Und wir haben natürlich hier dann die Referenz auf dieses Objekt. Und wir schieben das am besten etwas höher und gehen hier auch so lang. Okay. Gut, der nächste Punkt, den wir in dieser Methode machen, ist, dass wir diese Alter, den Setter von Alter aufrufen. Und wie sieht das aus? Auch das werden wir uns mal kurz im Detail anschauen. Wir bekommen hier jetzt eben, wenn wir in diesen Setter reingehen, nein, so hat es auch nicht funktioniert. Moment. Ich möchte Step into Specific. Wenn wir jetzt in diesem Setter sind, dann ist das Ganze natürlich so, dass wir hier eben in Methodeninfo von Person.alter oder Set underscore Alter reinlaufen. Und wir haben hier natürlich einen Parameter. Das ist eben Value. Ne? Value ist ja das Schlüsselwort, das wir hier innerhalb dieses Setters nutzen können, um eben den Wert, der uns durch diese Zuweisung eigentlich hier übergeben wurde,
auf das entsprechende Feld, in diesem Fall Alter, oder Underscore Alter eben setzen können. So, und hier steht jetzt eben tatsächlich die 52 auch mit drinnen. Entschuldigung, hier habe ich einen Fehler. Das soll nicht 42, sondern 52 heißen. Was ist jetzt hier passiert? Das war jetzt eben ein klassischer Call-by-Value-Fall. Das, was hier in Alter drin stand und dann an diese Set-Methode übergeben wurde, das wurde jetzt einfach hier in diesen extra Parameter hineinkopiert. Also von diesem Alter-Parameter hinein in den Parameter hier oben, der Value heißt. So, und wenn wir dann eben hier in diesem Setter sind, dann überprüfen wir erstmal innerhalb der Methode, hey, ist hier eben jetzt ein falscher Wert? Wenn nicht, dann setzen wir jetzt mit dieser Anweisung hier, wenn wir die ausgeführt haben, das Feld auf diese 52. Also ich gucke nochmal schnell, nicht, dass hier wirklich 42 gibt. Nee, ich habe 52 geschrieben. Okay, also was passiert jetzt hier? Auch wieder Call by Value. Das, was hier drin steht, der Wert von diesem Parameter, wird hier auf dieses Feld gesetzt. Also es kommt jetzt hier die 52 rein. Und jetzt ist eben zu sehen, aha, okay, so verhält sich ein Wertetyp im Vergleich zum Referenztyp. Es werden wirklich immer wieder diese Werte Call by Value übergeben. Letzter Schritt. Wir gehen wieder aus diesem Setter raus. Heißt natürlich, wenn wir jetzt hier wieder in der alten Funktion sind, weg mit allem, was zu dieser SetAlter-Methode gehört hat. Und wir befinden uns eben wieder in Erstellen neue Personen. Die Zuweisung ist auch vorbei. Und wir geben jetzt diese Referenz auf die Person zurück. Was passiert hier? Der Wert, der in Personen drin steht, diese Adresse hier, wird jetzt in den Rückgabewert von der Methodeninfo reingeschrieben. Ja, damit quasi, wenn die Methode jetzt im nächsten Schritt beendet, dass dann eben an den Aufrufer dieser Rückgabewert mit übergeben wird. In unserem Fall ist das eben hier die Main-Funktion und wir werten ja diese Adresse, die vorher in dieser Variable hier oben steht, diese wird ja dann hier an Walter zugewiesen. Also das, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir bauen natürlich hier diesen Stack komplett ab. Und einen Fehler habe ich noch gemacht, sehe ich gerade. Wir müssen natürlich hier noch mit dem Vornamen Walter und mit dem Nachnamen White referenzieren, diese beiden Strings. Und dann schieben wir ihn noch ein bisschen so hier, damit wir weniger Überschneidungen haben. Also das habe ich vorhin beim Konstruktoraufruf leider vergessen. Es tut mir leid, aber diese Referenzen hätte ich natürlich noch zeichnen müssen. Ich habe es ja immerhin reingeschrieben, dass hier eine Referenz ist. Okay, aber wichtig, jetzt mache ich es wieder hoffentlich richtig. Diese Walter-Referenz, diese zeigt jetzt eben hier auf dieses Personenobjekt wieder. Bumm. Und zeichne mal das noch ein bisschen besser, hoffentlich. Moment. Ja. Und wir möchten hier natürlich noch eins höher eigentlich. Ich werde ihn jetzt mal umleiten. Gibt es jetzt tatsächlich Probleme deswegen? Ja. Okay. Wichtig ist eben jetzt, dass diese Variable hier zeigt durch die Zuweisung eben hier oben vom Rückgabewert dieser Erstelle neue Personenmethoden jetzt auf dieses entsprechende Objekt im Heap. Jetzt kommt der nächste Clou. Wir rufen jetzt ja hier Add auf. Auch da wissen wir nicht genau, was intern passiert, weil wir den Source Code von List of T Add nicht haben. Aber im Prinzip ist es ja so, dass wir ganz, also an die hinterste Stelle, die noch nicht belegt ist im Array, dieses Objekt hier jetzt referenzieren. Das heißt, was jetzt passiert, jetzt wird es gleich ein bisschen lustig mit dem Pfeilen,
ist das an dieser nullten Stelle im Array hier jetzt natürlich eine Referenz auftaucht und diese referenziert eben jetzt dieses Objekt hier ebenfalls. Hier versuchen wir den Pfeil ein bisschen so zu schieben, dass die sich nicht allzu sehr überlappen. Und ich werde das mal so machen. Okay, dann haben wir wieder etwas mehr Übersicht. Das heißt, die erste Stelle in diesem Array zeigt jetzt eben auf dieses Personenobjekt genauso wie vorher. Ja, dann gehen wir das Ganze nochmal durch. Einfach der Übung halber, wir springen wieder in Erstelle neue Person. Das heißt, ich brauche hier wieder eine Methodeninfo auf den Stack. Program.erstelle neue Person. Auch das machen wir wieder eins kleiner. Wir bekommen eben drei Parameter. Eins. Ist das richtig ausgerichtet? Ja. Zwei und drei. Das war eben Vorname vom Typ String. Das ist natürlich eine Referenz. Und hier haben wir Nachname vom Typ String mit einer Referenz. Und hier haben wir das Alter vom Typ Int mit dem Wert 27, glaube ich, in diesem Fall. Und wir haben natürlich auch noch die Personenvariable, die ich eben beim letzten Funktionsaufruf dieser Methode vergessen habe. Vom Typ Person, da steht natürlich am Anfang erstmal Null drin. Und wir müssen natürlich auch noch die entsprechenden Objekte jetzt dazu erzeugen. Das heißt, ich kopiere mir diese Sache hier wieder. Einmal, zweimal. Wir haben hier jetzt natürlich aber jeweils Jesse und Pinkman drin stehen. Okay. Vorname zeigt natürlich auf Jesse. Nachname zeigt natürlich auf Pinkman. Man sieht schon, jetzt werden die Referenzen deutlich schwieriger zu sehen. Wo geht welcher Pfeil hin? Wir werden das, glaube ich, mal versuchen so zu machen. Ja, man sieht es mittlerweile relativ schlecht, aber wir wissen ja, wo was liegt. Der nächste Punkt ist eben, wir erstellen hier dieses neue Personenobjekt wie vorher. Das heißt, ich könnte mir das hier oben einfach mal duplizieren. Setze es hier unten hin. Habe wieder hier mein neues Personenobjekt. Und natürlich zeigen jetzt diese Referenzen auf die jeweiligen Strings hier. So. Hier steht natürlich noch der Standardwert 0 drin, weil wir das erst hier mit diesem Setter eben zuweisen. Das mache ich jetzt nicht mehr explizit. Eins habe ich noch vergessen eben. Wir haben natürlich hier wieder jetzt diese Variable, die jetzt hier auf diese Person zeigt. Ich mache es mal so. Ich hoffe, man kann es dann einigermaßen gut erkennen. Und das Alter, was wir jetzt an dieser Stelle sind wir jetzt eigentlich, wird hier wieder eben wiederum reinkopiert. Das ist Call by Value. Ansonsten haben wir immer Call by Reference hauptsächlich. Und als letztes geben wir eben diese Person zurück und weisen sie eben Jesse zu. Also alles, was zu dieser Methode gehört, weg vom Stack. Und Jesse referenziert jetzt eben dieses Objekt hier. Kann man das so sinnvoll machen? Okay. Gut. Nächster Schritt ist eben, dass wir wiederum zu Personen dieses Element hinzufügen.
Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir eben an die zweite Stelle vom internen Array ebenfalls jetzt auf dieses Objekt hier zeigen. Und damit ist eben hier eine Referenz. Ich habe in der ganzen Zwischenzeit natürlich immer vergessen, hier diesen Count zu aktualisieren. Das hätte ich eigentlich machen müssen. Bei jedem Add-Aufruf wird eben Count jeweils um 1 inkrementiert, aber tatsächlich wird eben dieser Wert hart in einem Feld festgehalten. Und so sieht dann eben nach diesem etwas komplexeren Beispiel eben unser Stack und unser Heap aus, wenn wir am Ende dieser Main-Methode sind. Und man sieht hier wirklich, das ist wirklich der einfachste Code, den man sich vorstellen kann. Wir erstellen ein paar Objekte und stecken das in eine Liste. Aber das Memory-Modell, was dann dahinter liegt, ist doch relativ komplex. Und genauso wie Sie Strings abkürzen können in dieser Schreibweise, ne, Strings sind ja eigentlich auch oder nutzen intern Arrays oder sind selber Arrays, das weiß ich gar nicht auswendig. Aber wir haben ja im letzten Video auch diese Darstellung gewählt, wie bei diesem Array hier. Und genau das Gleiche dürfen Sie auch für Listen machen, die intern ein Array kapseln. Was wir dann machen, ist einfach, dass wir diese Elemente, die wir hier von der Liste eigentlich referenziert haben, die geben wir hier direkt eben an. Also die Liste referenziert dieses Objekt und schieben wir diesen mal hier hin. So. Und die Liste referenziert auch noch dieses Objekt hier. Und damit kann man sich eben die Darstellung ein bisschen in diesem Heap vereinfachen, der ja doch relativ komplex ist. Einfach weil wir den Array, der eigentlich mit zur Liste gehört, die Liste referenziert diesen Array ja, und Arrays sind immer Referenztypen, das heißt Objekte auf dem Heap, dass wir diesen Array einfach weglassen, weil für uns dann eben klar ist, okay, diese Liste referenziert eben intern diese Personen, genauso wie wir es hier eben in dieser vereinfachten Darstellung für den String gemacht haben, wo wir eben wissen, okay, das ist eigentlich ein Array, wo diese ganzen Characters drinstehen. Gut, also wir merken uns nochmal die unterschiedliche Verarbeitungsweise zwischen Referenztypen und Wertetypen, implizit eben Call by Value und Call by Reference, wie wir das jetzt hier direkt am Beispiel gesehen haben. Und immer wenn Sie auf Arrays treffen, wissen Sie, also in Form von Collections können Sie die vereinfachte Schreibweise hier machen oder in Form von Strings eben, dass Sie dann einfach angeben, wie dieser String aussieht, ohne dass Sie hier den Array jeweils hinschreiben. Unser Heap ist jetzt in diesem Moment auch schon kompliziert genug, damit wir ihn verstehen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns im nächsten Video nochmal ganz kurz mit dem Boxing-Unboxing-Problem beschäftigen. Und ich sage bis bald und zum nächsten Mal.